Die Messerschmitt Bf 109, oft auch als ME 109 bezeichnet, war ein einsitziges deutsches Jagdflugzeug der 30er und 40er Jahre. Sie gehörte zu einer neuen Generation von Tiefdecker-Jagdflugzeugen, die sich durch eine geschlossene Pilotenkanzel, Einziehfahrwerk und eine Ganzmetallkonstruktion von Rumpf und Tragflächen auszeichneten. Über ihre ursprüngliche Bestimmung hinaus kamen diverse Varianten auch als Jagdbomber, Nachtjäger und Aufklärer zum Einsatz. Hier sehen wir im Übrigen die Messerschmitt Bf 109 G6 Schwarze 8 von Leutnant Schulte vom Jagdgeschwader 27. Er wurde leider am 29. Mai 1944 bei Matzenleinsdorf in der Nähe von Melk in Österreich abgeschossen. Gebaut wurde der Jäger mit der Werksnummer 440738 bei den Wiener Neustädter Flugzeugwerken. Heute ist das Flugzeug im Flugzeugmuseum auf Usedom im Hangar 10 zu besichtigen. Mit rund 33.300 Maschinen ist die Bf 109 eines der meistgebauten Flugzeuge und das meistgebaute Jagdflugzeug der Geschichte. Der Erstflug fand im Mai 1935 statt. Die ersten Serienmaschinen wurden im Februar 1937 in die Jagdverbände der deutschen Luftwaffe eingegliedert. Trotz des frühen Konstruktionsbeginns vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Bf 109 durch stetige Verbesserung bis 1945 ein konkurrenzfähiges Muster im Einsatz gegen die Alliierten. Bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht 1945 blieb die Bf 109 das Standardjagdflugzeug der deutschen Luftwaffe. Ab Mitte 1941 ergänzt durch die Focke Wulf 190. Auch bei zahlreichen anderen Luftstreitkräften kamen Flugzeuge dieses Musters zum Einsatz. Zum Beispiel in Finnland, Jugoslawien, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Italien und in der Schweiz. Thank you.
Nach der offiziellen Namensgebung des Reichsluftfahrtsministeriums war jedoch die historisch korrekte Bezeichnung durchgehend Bf 109. Da die Entwurfsarbeiten 1934 bei den Bayerischen Flugzeugwerken begannen. Nach Umfirmierung der Bayerischen Flugzeugwerke in Messerschmitt AG im Jahr 1938 änderte sich die Bezeichnung nicht mehr, wie auch bei der Bf 110. Alle später von Messerschmitt hergestellten Flugzeugmuster ME 163, ME 210 etc. erhielten jedoch das Kürzel ME in der Typenbezeichnung.